ihr Lieben. Wir sind heute auf der Gamescom in der Indie-Area und neben mir steht der Yannick. Möchtest du dich kurz vorstellen? Hi, ich bin Yannick von den Poly Pirates und wir entwickeln Once Upon a Rogue's Tale. Erzähl doch gern was über das Spiel, du hast es ja schon erwähnt. Genau, Once Upon a Rogue's Tale, ein Kartenspiel im Märchenstil. Märchen rund aus Deutschland, aus den europäischen Regionen. Genau, man erlebt Abenteuer mit Rotkäppchen oder dem Froschkönig und spielt sich so mit seinen Karten durch das Spiel. Ja, bei Videospielen geht es ja auch immer, wenn es um die Entwicklung geht, ums Geld. Gerade bei kleineren Spieleentwicklern. Wie lief das denn bei euch? Hattet ihr irgendeine Förderung vom Land zum Beispiel oder vom Bund, die ihr da in Anspruch genommen habt? Also wir hatten jetzt für das Spiel eine Förderung bekommen, Prototypförderung von der Film- und Medienstiftung ausgeschrieben. Das ist halt die regionale hier aus NRW. Genau, weil unser Unternehmen kommt aus Düsseldorf. Das heißt, wir hatten Glück und konnten uns darauf bewerben, weil, wie manche vielleicht wissen, der Bundestopf steht nicht mehr zur Verfügung und deswegen muss man natürlich nur noch auf die regionalen Sachen gehen, sage ich mal. Ja. Ich höre ein bisschen Kritik raus am Bund. Was? Kannst du da vielleicht ein bisschen was dazu sagen? Natürlich. Also habt ihr euch da vielleicht auch drauf beworben? Oder? Also wir hatten mit unserem vorigen Projekt überlegt, da noch reinzugehen. Das Ding ist halt, Förderungen laufen halt nicht nur so, man kriegt einfach Geld zugeworfen und das war's dann, sondern man muss halt Eigenmittel nachweisen, man muss bestimmte Auflagen erfüllen und sowas. Ist auch alles gut. Das ist ja hier in NRW auch so. Das Ding ist halt nur, ja, beim Bund, da ist es halt leer gegangen und man hatte halt schon die Hoffnung, die Förderung vielleicht auch kombinieren zu können. Gerade die Produktionsförderung ist die kostspieligste Phase auch in der Entwicklung. Deswegen wäre es halt cool gewesen, von beidem was zu nehmen. Das hat sich dann in Sand aufgelöst, wie auch immer. Deswegen haben wir halt gesagt, okay, dann machen wir ein neues Projekt, machen dafür nochmal eine Prototypenförderung, weil die weitaus finanziell einfacher zu stemmen ist, sage ich mal, für uns kleine Entwickler und konnten damit dann jetzt das Projekt so weit bringen, wie es ist. Ja. Und wie war das vom bürokratischen Aufwand her? War es sehr aufwendig, die Förderung vom Land jetzt zu bekommen oder ging das vom Aufwand her? Ich persönlich finde, das ist okay. Ich meine, wir haben es jetzt halt auch schon zum dritten Mal gemacht. Also dementsprechend sind wir da schon ein bisschen eingespielt. Aber selbst beim ersten Mal, die haben uns gut durchgeführt. Es gibt Beratungsstellen, wo man hin kann. Wir erklären einem alles, auch wie man halt die Mittel nachweisen kann und sowas, damit das Projekt halt auf jeden Fall auch zustande kommt. Und letztendlich am Ende scheitert es, wenn dann eher an der Jury, weil hierzulande gibt es halt eine Jury, die darüber entscheidet, was eigentlich auch besser ist, weil dann halt manche Sachen schon ausgesortiert werden, die vielleicht beim Bund durchgekommen wären, weil halt da ging es im Grunde nur um Formalien. Ne? Wenn alle Formalien erfüllt sind, alles gut, dann kriegst du Geld. Also die haben überhaupt keine Jury dann im Bund. Genau, ja. Also ist schwierig, natürlich auch so viele Projekte aus dem ganzen Land dann durchzugucken, aber ich denke, es ist schon mal wichtig, halt wenigstens rüber zu gucken, macht das finanziell Sinn, wer sind die Leute, die dahinter stehen, ne? Weil theoretisch kann sich sonst hier jeder auf der Förderung bewerben. Ja, klar. Und du hast vorhin angemerkt, dass es bei euch ja jetzt schon zum Release kam. Kannst du da ein bisschen was dazu einfach erzählen, wie das so lief jetzt bis jetzt? Ja, also wir hatten sehr viel Glück, dass wir jetzt kurz vor der Gamescom released haben und sehr viel Stress auch damit, aber wir waren in einem Livestream auch drin von einem großen deutschen YouTuber und sowas, der halt das Spiel in einem Trailer präsentiert hatte und so. Deswegen dachten wir, der perfekte Zeitpunkt rauszubringen. Und die Gamescom ja an sich halt hier auch die Visibility, man ist hier, man stellt aus, zeigt Leuten das Spiel, alle sind begeistert, freuen sich für einen, dass man draußen ist. Das alleine schon hat sich gelohnt. Okay, cool. Also klingt echt cool und danke. Bin auch gespannt. Ich werde es vielleicht später auch mal anspielen. Ja, super. Und wünsche dann noch viel Spaß auf der Gamescom. Ja, vielen Dank. Ja, gerne.